Ich habe ein Grundstück an der Ostsee gekauft, ein verstecktes Juwel mit zwei alten Bungalows, die darauf warteten, im neuen Glanz zu erstrahlen. Doch kaum hatten wir angefangen, das Innenleben dieser Gebäude freizulegen, stießen wir auf immer mehr strukturelle Probleme und Wasserschäden. Die Pläne, alles zu modernisieren, lösten sich schnell in Luft auf. Aber dann kam der Wendepunkt. Ein Freund gab mir den Tipp, dass ein Musterhauspark in der Nähe von Berlin schließt, und so kaufte ich ein 52 Quadratmeter großes Holzhaus. Kurz entschlossen habe ich mit Freunden gemeinsam das Haus Stück für Stück abgebaut, verpackt und alles für einen Wiederaufbau im Frühjahr vorbereitet. Jetzt liegt eine spannende Herausforderung vor uns. Das Grundstück muss auf Vordermann gebracht werden, Genehmigungen müssen eingeholt werden und mit allen möglichen Ämtern muss gesprochen werden, damit mein Traum von einem Tiny House am Wasser Wirklichkeit werden kann. Ein neues Kapitel beginnt und das Abenteuer hat gerade erst angefangen. Und damit willkommen zu dieser neuen Tiny House Folge. Ihr seht schon, wir sind hier gerade im Teilelager, was eigentlich mal meine Garage war, aber mittlerweile hier einfach ja, Fenster, Türen und lauter anderer Kram Zwischenlager ist. Hä? Das hat keinen Sinn gemacht. In exakt 3 Stunden habe ich einen Termin mit dem Bauingenieur und da können wir hier mal alles besprechen. Es geht nämlich auch an die Fenster. Die sind nämlich ein, ja, klein oder großes Problem. Dadurch, dass ich halt an jeder Seite von diesem Holzhaus Fenster habe, muss ich auch brandschutzmäßig Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten. Und ihr könnt euch sicherlich noch an diese große Terrassentür zum Beispiel, oder große, also für ein Tiny House große Terrassentür erinnern. Und deshalb muss ich dementsprechend Abstandsflächen einhalten. Aber das lasse ich nachher den Bauingenieur mal lieber genauer erklären. Wir besprechen aber gleich auch noch mit dem Bauingenieur, was ich alles beachten muss, dass ich überhaupt ein Tiny House in Deutschland bauen kann. Und wo ich vor allem auf dem Grundstück überhaupt bauen darf und was mit dem hinteren, kleineren Pappbungalow, wenn man es einfach mal so sagen kann, was damit abgeht. Also allgemein, wie ich mich auf dem Grundstück ausbreiten darf. Und ich hatte schon mehrere Telefonate mit dem Bauingenieur und eine Sache kann ich euch schon mal sagen. Bauingenieure sind immer ziemlich deutlich. Also sie schwafeln nicht rum, sie sagen ganz genau, wie ernst es gerade ist und was man alles beachten muss, dass man dann bauen darf. Also gewöhnt euch schon mal dran, das wird nachher nicht, das glaube ich, entspannteste Gespräch, sondern halt einfach ein bisschen, ja, kritisch ehrlich. So kann man es eigentlich machen. Ob ich es irgendwann nochmal lerne, dieses Stativ für ordentlich festzumachen. Aber erstmal kommen wir zum Q&A-Part. Und zwar Heiko hat geschrieben, mit dem Dowser durchfahren und alles neu machen wäre mit Sicherheit sinnvoller, als alte Schrottbausubstanz teuer retten zu wollen. Der Kommentar hat auch 102 Daumen nach oben. Also ich glaube, einige von euch stimmen dem zu. Und ja, ich sehe es auch genauso. In erster Linie habe ich vor, das Fertighaus wieder aufzubauen. Nur falls ich keine Baugenehmigung oder sonst was bekomme, ist meine zweite Option, dann wirklich noch den Bungalow, so wie er jetzt steht, halt einfach zu renovieren. Also zu 99% ist der Plan, wirklich das vordere Bungalow einfach abzureißen und das hintere zu renovieren. Das vordere ist nämlich komplett massiv gemauert, deswegen kann man das jetzt auch nicht so einfach renovieren und das hintere ist halt aus Holz, also Holzständerbauweise. Und ein guter Freund von mir, Danny, der ja auch mir geholfen hat, das ganze Holzhaus abzubauen, der ist halt Zimmermann und da können wir sicherlich gemeinsam für das hintere Bungalow was Geiles uns überlegen. Und ob ich eine Baugenehmigung brauche, um aus dem hinteren Bungalow sowas zum Beispiel zu machen, das möchte ich nachher den Bauingenieur auch noch fragen. Also es wird auf jeden Fall ein aufschlussreiches Video für alle von uns. Brauner Bär hat geschrieben, geh mal zum Bauamt und klär mal ab, ob Abreißen, Neubauen so möglich ist oder ob ihr eine neue Baugenehmigung braucht. Und genau hier haben wir das Problem. Das ist nämlich nicht möglich. Sobald ich irgendwie das Dach anfasse, dann brauche ich eine Baugenehmigung und dass mir die gestattet wird, also ich eine positive Baugenehmigung bekomme, dafür muss ich mich an die Satzung halten. Das heißt, ich darf gar kein Flachdach, so wie es aktuell auf dem Bungalow drauf ist, mehr verbauen. Ich brauche dann immer ein Spitzdach, das heißt, es ist eigentlich hinfällig. Sobald ich nämlich auch eine Baugenehmigung brauche, muss ich mich an die neuen Abstandsflächen wieder halten von dem Grundstück. Das heißt, ich darf eigentlich gar nicht mehr dort, wo das Bungalow jetzt steht, ein neues Bungalow renoviert hinbauen. Es ist Deutschland. Es ist einfach wirklich, es ist Deutschland. Aber es gibt noch deutlich mehr spannende Fragen, wo mich der Bauingenieur gleich mal richtig auseinandernehmen kann und mal schauen, wie er dieses Projekt überhaupt einschätzt. Ich bin echt gespannt auf den Termin gleich. Und diese zwei, ja, Präsentkörbe werden heute auch noch eine wichtige Rolle spielen, aber seid gespannt, für was wir die brauchen. Und dann habt ihr mir unter den letzten Videos immer wieder die Frage gestellt, woher ich muss mir, glaube ich, einen neuen Kugelkopf kaufen oder so. Woher mein iPhone-Case ist, wo ich meine Hüllen kaufe, woher ich halt diese Hülle her habe. Ich nutze die Sportcase von Bandwerk, die gibt es auch noch in anderen Varianten. Ich muss nämlich sagen, in Grau finde ich die auch sehr edel und das Geile ist und der Grund auch, wieso ich die nutze, ist, weil die zum einen wirklich viel aushält. Also ihr seht hier, ich habe mein Handy einfach mal von meiner Garage runtergeschmissen und es hat überlebt. Aber trotzdem sehen die Hüllen halt schön elegant aus, nicht so bulky. Sie fühlen sich richtig angenehm an und das ist mir tatsächlich wichtig, dass man halt nicht so einen Klopper in der Hand hat, sondern was Edles. Neben den Sportcases gibt es aber jetzt auch ganz neu die Metal Cases. Die sind, wie der Name schon sagt, aus Metall. Umrahmen einmal das iPhone und es sieht dadurch nochmal
gerne ein anderes Level edel aus, das muss man einfach so sagen. Das Metallcase kann man dann auch noch individuell gestalten. Du kannst einfach die Rückseite so auswählen, wie du es möchtest. Zum Beispiel hier in so einem Sportleder, auch in einem Schwarz, egal was du möchtest, du kannst es genauso zusammenstellen, wie es dir halt gefällt. Aber wie der Name Bandwerk sagt, kommen sie eigentlich von Apple Watch Armbändern und ich trage seit mittlerweile 2 Jahren genau dieses Titanarmband, schon bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe, weil ich einfach dieses Band so edel finde. Schaut euch das einfach mal an, das wird wirklich Schmuck. Ich packe euch einfach mal meine Empfehlungen, also was ich am liebsten von Bandwerk nutze, unten in die Videobeschreibung. Und mit dem Code JONAH15 sparst du auch noch 15% bei Bandwerk. Supportet mich da gerne. Es ist wirklich ein cooler Partner für mich, weil ich die Produkte halt selber so gern mag und es mal was Schickeres ist, was Edleres. Man hat wirklich was Wertiges und vor allem eine Firma aus Deutschland in der Hand. Also man hat nicht die Firma in der Hand, aber das Case. Und Nick hat gefragt, was hast du dir für ein Heizungssystem im Tiny House vorgestellt? Ich hatte aus dem Holzhaus hier diese ganz normalen Elektroheizungen mitgenommen, aber damit möchte ich gar nicht im Holzhaus heizen, sondern tatsächlich habe ich mir vorgestellt, einfach mit einem Klimagerät zu heizen. Das kenne ich aus Schweden, denn selbst im tiefsten Winter heizen dort die Schweden einfach mit einem Klimagerät. Das ist nämlich eigentlich einfach nur eine Wärmepumpe und da gibt es extrem effiziente Sachen. Und da das Holzhaus an sich sowieso eine gute Dämmung hat, stelle ich mir das ganz gut vor. Vielleicht hat ja jemand damit schon Erfahrungen von euch, ihr könnt es mal unten in die Kommentare schreiben. Ich möchte mich auch noch PV-Module einfach aufs Dach packen, einen Zwischenspeicher rein und dann möchte ich mit einem einfachen Klimagerät im Sommer kühlen und im Winter dann heizen. Ich denke, das ist die kostengünstigste Art und Weise und mit ungefähr 15 kW Peak schaffe ich es, glaube ich, dort von Februar bis November gut durchzukommen. So, aber wir müssen uns langsam ranhalten, weil gleich ist der Termin mit dem Bauingenieur. Ich würde sagen, wir fahren mal nach Mönckebude. Der erste Schritt, der heute erledigt werden muss. Hier beim Vermessungsbüro unterschreibe ich gerade, dass die Vereinigung im Grundbuch beantragt wird. Also die beiden Grundstücke, die ich habe, werden dann verschmolzen. Und genau in einer Woche soll auch mein Grundstück und die Grundstücke vom Nachbarn vermessen werden. Willkommen in Mönckebude. Ich bin wieder zurück hier vor dem Chaos-Bungalow. Und ich bin hier mit Herrn Mantai. Das ist mein Bauingenieur. Und wir gehen jetzt einfach mal übers Grundstück und müssen einfach mal ein bisschen reden. Wo kann man hier das blaue Haus hinpacken? Was steht so an? Was sind so die nächsten Schritte hier einfach? Weil ja, es sieht halt immer noch nach Chaos aus. Was schlagen Sie vor? Was ist der beste Ort, um hier das Grundstück oder um hier das blaue Haus auf das Grundstück zu packen und was muss ich beachten vor allem? Als erstes die Vermessung des Grundstückes, das Vermessungsbüro, die genauen Unterlagen vom blauen Haus, dass wir dann mal das Haus auf dem Grundstück konzipieren, aufstellen, so dass wir die geringsten Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken haben. Also Abstandsflächen sind quasi, wir müssen ja beachten, dass wir nicht über das Grundstück, dass wir genau Grenzbebauung machen und dass wir die Nachbarn nicht nerven. Aufgrund der Größe des blauen Hauses werden wir Abstandsflächen haben. Und die müssen natürlich auf die Grundstücke der Nachbarn eingetragen werden. Ist das ein Problem? Wenn die Nachbarn Nein sagen, ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass die Nachbarn Ja sagen. Also ich hoffe auf gute Nachbarschaft. Ansonsten ist das ein leider totgeborenes Kind. Ne? Wenn die Nachbarn Nein sagen, haben wir ein Problem. Dann ist das blaue Haus zu groß für dieses Grundstück. Also es ist eigentlich nicht zu groß, weil es passt hier rauf, aber es ist zu groß mit den Abstandsflächen, die wir einhalten müssen, weil wir deutsches Recht haben. Deutsches Baurecht beachten. Ja, genau. Ne? Okay, kommen Sie mal kurz mit nach hinten zum Grundstück. Was sagen Sie denn allgemein zu der Hütte hinten? Was könnte man da machen? Prinzipiell könnte man das renovieren einfach nur. Und da sehen Sie kein Problem. Also wenn wir einfach fahren zu lassen und wie gesagt in Nutzung zu lassen, und dann ist gut. Also das bleibt ein Bungalow. Ja. Und wenn man das nach und nach renoviert, dann bräuchte ich dafür auch prinzipiell keine Baugenehmigung? Nein. Okay. Sanierungs- und Renovierungsarbeiten sind genehmigungsfrei. Okay, das hört sich ja schon mal gut an, weil da überlege ich vielleicht irgendwie so Arbeitszimmer nochmal separat reinzumachen oder sowas. Irgendwie oder eine Sauna oder so. Aber was ist jetzt, wenn die Nachbarn wirklich nicht so nett sind? Ich hatte es ja damals geplant mit einer Hochebene. Ja. Wie schätzen Sie das da ein? Könnte man hier irgendwie sowas genehmigt bekommen mit einer Hochebene oder dass man ja einfach noch ein bisschen höher kommt oder was müsste man da beachten? Damit verändert sich ja auch wieder das gesamte System. Ist auch wieder genehmigungspflichtig und dann haben wir dasselbe Problem, weil das ältere Teil steht ja auch schon auf Grenze zum Nachbarn hin. Also sobald ich das Dach abnehme, brauche ich eine neue Baugenehmigung. Richtig. Und damit haben wir dann auch wieder direkt die Grenzen oder die Grenzen, die wir einhalten müssen. Ja. Also das ist genau wie beim blauen Haus. Genau sieht aus. Ein Eingriff in die Statik ist immer genehmigungspflichtig. Wenn ich ein neues Dach aufbringe, ist ja wohl ein Eingriff. Ein ganz kleiner Eingriff, oder? Wir haben ja nicht mal den Ringanker oder sonst was. Also, oh, den müssen wir ja machen. Dann vielen Dank schon mal. Gerne. Glücklicherweise waren meine Eltern mit dabei, weil ich habe gerade mit einem Bauingenieur geredet und vor der Kamera klang das wirklich so richtig, richtig doof. Es ist ja auch richtig doof. Aber ihr seid mal ein bisschen hier rumgegangen und habt mit den Nachbarn geredet. Und
Super nice. Super nett, oder? Ja. Gar kein Problem und kriegt man wohl irgendwie alles mit dem irgendwie gelöst. Wir haben gleich Nummern ausgetauscht und alles. Und, ja. Also linke, rechte Nachbarn sollen umgänglich sein und das ist ja... Das ist genau das, was wir brauchen. Das erstmal, dass man reden kann. Ja, ey, danke, weil ich war beschäftigt mit Bauingenieur und ohne euch wäre das schon wieder... Nee, einfach angequatscht, weil der draußen mit so einem Haufen Holz da stand und dann irgendwie... Komm ins Gespräch. Oh, habt ihr Zeit? Zeige ich dir mal alles. Mit dem Nachbarn haben wir schon mal Glück. Weil, ja, die wollen mal gucken, gebt uns mal eure Nummer, falls mal das Dach hier wegfliegt. Also... war, glaube ich, ein ganz erfolgreicher Tag erstmal. Ich danke, dass ihr mitgekommen seid, ja, wirklich. Gerne, also, gerne, das wäre sonst schon wieder. Immer wieder gerne. So, wir haben jetzt eine Woche später. Es hat sich einiges glücklicherweise ergeben. Und zwar hatten meine Eltern den Nachbarn einen Brief gegeben, wo einfach meine Telefonnummer drin ist und wo ich einfach mal die Situation beschrieben habe, was überhaupt gerade abgeht, wie schwierig das gerade ist mit dem Bauamt etc., in was für einer Lage wir sind. Und in 2 Wochen setze ich mich mit den Nachbarn zusammen und wir bequatschen einfach mal die ganze Situation. Es sieht aber tatsächlich, bitte, fingers crossed, ja, also drückt alle die Daumen, relativ gut aus, dass wir wohlmöglich eine Baulast eingetragen bekommen. Es ist noch nichts fest, ich habe noch keine offizielle Zusage, aber was anderes bleibt mir halt auch einfach gar nicht übrig, weil ich muss ja 3 Meter zu den Grundstücksgrenzen einhalten und was soll man für ein Haus draufbauen, was dann vielleicht einen Meter breit ist oder so, dass das auf dieses Grundstück passt. Das heißt, in der Nachbarschaft ist es eigentlich gang und gäbe, dass man das macht und ich bin jetzt nicht der Erste, der sowas machen muss dort in der Gegend. Wo ich aber wahrscheinlich einer der Ersten bin, ist, dass ich jetzt seit 3 Jahren Starlink nutze. In einer Woche möchte ich dazu ein Review hochladen. Schreibt mal jetzt einfach eure Fragen dazu unten in die Kommentare, die werde ich beantworten. Und hier findest du ansonsten die ganze Tiny House Playlist. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.